A1 Podcast 4 Wohnen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Nummer 4 im A1 Level. Mein Name ist Astrid und mit meinen Audios möchte ich allen Deutschschülern helfen. Ich bin seit vielen Jahren Deutschlehrerin und kenne das Problem. Meine Schüler im A-Level, also im A1 oder A2-Level, suchen Podcasts im Internet, aber das ist nicht leicht. Man findet viel, aber leichte Audios im Internet haben viele Wörter vom B-Level und auch die Grammatik ist nicht auf A1 oder A2-Niveau. Hier möchte ich mit meinen A1, A2 und B1 Audios helfen. Ich möchte euer Ohr trainieren. Mein Tipp: viel hören und oft wiederholen. Hört meine Audios 2 bis 4 Mal. Beim ersten Mal nur hören, nicht lesen. Beim zweiten Hören könnt ihr im Video mitlesen. Im Video habe ich schwere Wörter auf Englisch übersetzt. Das heißt, sie sind in englischer Sprache auf dem Monitor. Das ist der Bildschirm von eurem Computer. Beim dritten oder vierten Hören könnt ihr den kompletten Text lesen und gleichzeitig hören. Gleichzeitig heißt zur gleichen Zeit. Vergesst bitte am Ende nicht, den Like-Button zu klicken. In meiner Beschreibung, das ist der Text unten, findet ihr wie immer einen Link für den kompletten Hörtext. Man kann unser heutiges Leben nicht mit dem Leben vor 50 Jahren vergleichen. Die Arbeitswelt war vor dem Internet komplett anders und auch das Wohnen ist heute nicht mehr so wie früher, also wie vor 50 oder 100 Jahren. Heute gibt es mehr Wohnungen mit einer Person. Mehr junge Menschen leben alleine, aber auch mehr alte Menschen leben alleine. Auf Deutsch sagt man Ein-Personen-Haushalt, also ein Haushalt mit nur einer Person. Die alte Generation ist auch mit 70 Jahren noch fit und organisiert das eigene Leben. Und auch junge Menschen möchten nicht gern bei Vater und Mutter leben. Und es gibt noch einen Trend. Viele leben heute lieber in der Stadt als auf dem Land. Die Preise für Wohnungen gehen nach oben, vor allem in den Städten. Der Trend geht weiter, es wird teurer. Was wir brauchen, sind alternative Wohnformen, wie zum Beispiel Wohngemeinschaften. Eine Wohngemeinschaft sind Personen. Sie leben zusammen, aber sie sind keine Familie. Also meine Frage in diesem Podcast: Wie ist das Leben in einer Wohngemeinschaft? Kann man auch mit 70 in einer WG leben? Können junge und alte Menschen zusammenleben? Welche anderen Alternativen gibt es? Ich möchte in diesem Podcast am Anfang über das Leben in Deutschland sprechen und die Situation in Deutschland analysieren. Wo wohnen die Deutschen? Wo gibt es Probleme? Danach möchte ich alternative Wohnformen diskutieren. Also, auf geht's! Wie und wo wohnen die Deutschen? Ich denke, wir wohnen genauso wie in anderen Ländern. In Deutschland gibt es Dörfer und Städte. Ein Dorf ist eine sehr kleine Stadt. Eine Stadt mit 100 oder 500 Menschen heißt Dorf. In einer Stadt sind Wohnungen teuer und auf dem Land sind Wohnungen billig. In der Stadt sind die Apartments oft klein, denn eine kleine Wohnung kostet weniger als eine große Wohnung. Die Preise in der Stadt sind sehr hoch, denn es gibt nicht so viele Wohnungen, wie man braucht. Es gibt mehr Wohnungssuchende als freie Wohnungen. Bei einer Wohnungsbesichtigung in München kommen oft 20 oder mehr Wohnungssuchende. Keine Chance auf eine Wohnung zu einem normalen Preis.
Ein Arbeitsloser hat keine Chance. Also eine Person ohne Jobs hat keine Chance. Die Vermieter wollen nur Menschen mit Arbeit in ihrer Wohnung. Klar, mit einem Job ist das Risiko für die Vermieter nicht so groß, denn mit einem Job hat man auch Geld. Das klassische Modell ist ein Einfamilienhaus, Wohnen in einem Haus. Eine Familie, ein Haus. Es gibt viel Platz für die Familie und meistens auch einen Garten und eine Terrasse. In modernen Häusern sind Wohnzimmer und Esszimmer zusammen und oft gibt es eine offene Küche. Aber in einem typischen deutschen Haus gibt es nur ein Badezimmer. Das ist in anderen Ländern oft anders. Ich wohne in Dubai und hier haben die meisten Häuser drei Bäder und auch noch eine extra Toilette. Hier in Dubai hat man auch oft ein extra Zimmer für eine Haushaltshilfe. Eine Haushaltshilfe ist eine Frau. Sie arbeitet in der Familie. Sie managt die Routinen. Kinder, Kochen, Haushalt. In Deutschland sind Haushaltshilfen sehr teuer und unsere Kultur ist anders. Wir brauchen keine Haushaltshilfen und machen lieber alles allein. Die Möbel sind heute hell und modern. Das war nicht immer so. Bei meinen Großeltern war das noch anders. Meine Großeltern sind Mutter und Vater von meiner Mutter und meinem Vater. Also bei meinen Großeltern waren die Möbel anders. Sie waren groß und dunkel. Der Wohnzimmerschrank war ein zentrales Möbel. In dem Zimmer war natürlich auch ein Sofa oder ein oder zwei Sessel und ein Fernseher. Ein Haus oder eine Wohnung kann man mieten. Mieten heißt, die Wohnung ist nicht meine Wohnung, aber ich kann in der Wohnung leben. Ich muss aber für die Wohnung bezahlen. Diese Bezahlung heißt Miete. Ich finde die Mieten in Deutschland fair, aber in Großstädten sind Apartments oder Häuser natürlich sehr, sehr teuer. Hochhäuser gibt es natürlich auch in Deutschland. Man findet sie in den Großstädten. Sie sind nicht so hoch und so schick wie in Hongkong, New York oder Dubai. Aber in der Bankenmetropole Frankfurt kann man auch von einer Skyline sprechen. Ich komme aus einer kleinen Stadt bei Ingolstadt. Das ist im Bundesland Bayern. In unserer Stadt war nur ein Hochhaus und ich muss sagen, es war nicht sehr populär. Die Wohnungen hatten nur einen Balkon und die Anonymität war groß. Das Hochhaus war auch nicht so schön und modern wie hier in Dubai. In Dubai ist Wohnen sehr, sehr teuer. Es ist so teuer wie in München. In den Hochhäusern gibt es aber immer einen Pool und ein Fitnessstudio. Das ist in Deutschland ganz sicher kein Standard. Bestimmt sind die Hochhäuser in Frankfurt und Berlin besser als das Hochhaus in meiner Heimatstadt. Die Heimatstadt ist die Stadt von meiner Familie. Ich habe in meiner Heimatstadt bis zum Alter von 22 Jahren gewohnt und ich bin in meiner Heimatstadt in die Schule gegangen. Also meine Zusammenfassung: In Deutschland gibt es nicht so viele Hochhäuser und ich denke, nur sehr wenige haben einen Luxusstandard wie die Hochhäuser in Dubai. Ein Reihenhaus ist ein Haus für eine Familie. Aber das Reihenhaus hat etwas Spezielles. Die Wände links und rechts sind auch die Wände von den Nachbarhäusern. Die Häuser sind in einer langen Reihe, in einer langen Linie. Wie im Theater. Dort gibt es auch Reihen, Sitzreihen.
Ein Reihenhaus hat oft einen kleinen Garten und das ganze Grundstück, also das Land, auf dem das Haus ist, ist auch nicht sehr groß. Das ist gut, denn das ist auch nicht so teuer. Aber im Sommer sehen die Nachbarn alles. Meine Party mit Freunden oder ein Abend auf der Terrasse, die Nachbarn wissen alles. Die meisten Nachbarn sind sehr nett und dann gibt es keine Probleme. Aber sind die Nachbarn nicht nett, dann kommt es schnell zu Problemen. In den Zentren unserer Städte sehen wir sie überall, alte Häuser. Wir nennen sie Altbau. Aber heißt Altbau automatisch alter Standard? Ja und nein. Viele alte Häuser sind alt und nicht modern, aber es gibt auch andere Beispiele. In deutschen Innenstädten sind oft sehr große und historische Gebäude. Das heißt, in den Zentren der Städte findet man oft alte Häuser. Die Häuser sehen alt aus, aber in dem Haus ist alles neu und modern. Warum ist das so? Warum sind so viele alte Häuser in den Innenstädten? Warum baut man nicht einfach ein neues Haus? Die Antwort ist ganz einfach. In Deutschland darf man nicht einfach ein neues Haus bauen, wo ein altes Haus war. Denn ein altes Haus ist auch Geschichte. Es ist Teil der Kultur. Alte Häuser in Deutschland sind deutsche Kultur. Natürlich können wir alte Häuser renovieren, aber das darf man nicht von der Straße sehen. Das Haus muss so aussehen wie vor der Renovierung. Das heißt, viele Altbauwohnungen sind modern, aber man kann es nicht von außen sehen, also von der Straße. Moderne Häuser sind attraktiv und moderne Altbauwohnungen sind ein Traum. Sie haben einen ganz speziellen Charakter und sie sind sehr individuell. Oft sind die Wände in den Zimmern sehr hoch. Das sind dann Wohnungen mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Häuser mit Reetdach sieht man im Norden von Deutschland. An der Nord- und Ostseeküste ist Stroh ein natürliches Baumaterial für Dächer. Im Norden haben manche Häuser ein natürliches Dach und sie sehen fantastisch aus. Im Westen und im Süden von Deutschland gibt es keine Reetdächer, aber hier findet man auch traditionelle Häuser. Sie heißen Fachwerkhäuser. Sie sind weiß und man kann dunkle Linien sehen. Die dunkelbraunen oder schwarzen Linien sind aus Holz. Holz ist ein natürliches Material. Bäume sind aus Holz. Kennt ihr ein Loft? Ein Loft ist eine offene Wohnung mit nur einem Zimmer. Das Zimmer ist riesig. Und oft ist da auch eine Treppe für ein Schlafzimmer in der oberen Etage. Die Wohnung hat keine Wände, alles ist offen. Vom Bett kann man zum Sofa sehen und vom Sofa sieht man direkt in die Küche. Aber Toilette und Bad sind natürlich separat. In vielen großen Städten gibt es zu wenige Wohnungen, in Europa, aber auch in Asien. Hongkong und Tokio sind zwei extreme Beispiele. Hier leben viele Menschen auf 20 Quadratmeter oder weniger. Gleichzeitig möchten die Menschen in Einfamilienhäusern wohnen. Das ist ein Problem, aber es gibt eine Lösung für diese Situation. Die Lösung ist das Tiny House. Ein Tiny House ist ein sehr kleines Haus. Im Tiny House ist alles sehr kompakt und praktisch. Die Treppe ist nicht nur eine Treppe, nein, es ist auch ein Schrank. Unter der Treppe nutzt man den Platz. Man baut zum Beispiel einen Schrank unter die Treppe, einen Einbauschrank. Den Tisch kann man zusammenklappen. Man kann ihn also klein machen.
Die Tür zum Bad ist eine Schiebetür. Das heißt, man kann die Tür zur Seite bewegen. So braucht man nicht so viel Platz beim Öffnen von der Tür. Ein Tiny House ist nicht nur eine Lösung für ein aktuelles Problem. Ein Tiny House ist ein Lebensstil. Es ist voll im Trend. Die Situation in Deutschland ist natürlich nicht so extrem wie in Tokio, aber in den deutschen Großstädten sucht man nach Alternativen und jetzt haben innovative Architekten ein modernes Konzept geschaffen. Im Tiny House wohnen moderne Menschen. Kleines Geld und eigenes Haus, das ist sehr clever. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt auch Mini-Häuser auf Rädern. Ein Rad ist rund. Ein Auto hat 4 Räder, ein Fahrrad hat 2 Räder. Ja, und es gibt auch Mini-Häuser auf Rädern. Man kann sie dann von einer Stadt in die andere Stadt fahren. Ein bisschen wie ein Zirkus. Aber klar, die meisten Tiny Häuser sind an einem Ort. Sie bewegen sich nicht. Sie sind nicht mobil. Sie sind immobil. Eine Immobilie ist ein Haus. Auf Englisch sagt man Property. In den Videos auf YouTube sieht man Tiny Houses oft in der Natur. Das ist wirklich cool. Aber ganz so leicht ist das in Deutschland nicht. Es gibt viele Regeln, zu viele. Man darf dies nicht, man darf das nicht. Die Regierung sagt, ein Tiny House auf Rädern ist kein Auto, es ist ein Haus. Und ein Haus kann man nicht einfach in die Natur bauen. Das ist alles sehr kompliziert, aber den Trend gibt es und ich habe auch Lust, mal in einem Mini-Haus zu wohnen. So, das waren verschiedene Wohnorte, wo Menschen wohnen. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wie Menschen wohnen, die Wohnformen. Die klassische Wohnform ist das Wohnen in einer Familie, aber es gibt immer mehr Single-Haushalte. Die Kinder sind nach 20 Jahren groß und wohnen in einer anderen Stadt. Die Eltern sind vielleicht nicht mehr verheiratet oder die Eltern leben getrennt. In der Familie hat man ein vitales Sozialleben. Man ist nie allein und bei Problemen kann die Familie helfen. Man macht viel zusammen, am Wochenende, aber auch im Alltag. Zusammen wohnen ist auch nicht so teuer. Oft hat der Vater und die Mutter einen Job. Die Miete muss man aber nur einmal bezahlen. Allein ist das schon anders. Man muss alles allein schaffen und wer kocht schon gern für eine Person? Aber man kann die Freunde spontan einladen und laute Partys feiern. Aber klar, man muss auch die Miete allein bezahlen und das ist teuer. Bei dem Wort Wohnheim denken viele an ein Studentenwohnheim und das ist auch richtig so. Viele Studenten wohnen in einem Wohnheim. Sie wohnen in einem Haus, oft ein Hochhaus mit 100, 200 oder noch mehr Studenten zusammen. Die Studenten haben meistens ein Einzelzimmer, also ein Zimmer allein. Aber manchmal gibt es auch 2 Bettzimmer. Die Zimmer sind klein, aber es gibt auch spezielle Zimmer auf jeder Etage. Auf jeder Etage ist eine Küche und viele Studentenwohnheime haben auch ein Fernsehzimmer. Man kann also alleine sein oder man kann mit anderen Studenten zusammen sein. Die Zimmer sind billig und das Haus ist nicht weit von der Universität. Aber auch alte Menschen leben in einem Wohnheim, in einem Altersheim. Das Konzept ist ein bisschen wie ein Krankenhaus. Alle Bewohner sind alt. Im Altersheim, so heißt ein Wohnheim für Senioren, gibt es Altenpfleger. Altenpfleger ist wie eine Krankenschwester, aber sie ist auf alte Menschen spezialisiert. Es gibt also Altenpfleger und auch eine Küche. In der Küche kocht ein Koch und nicht die alten Menschen.
Das Leben in einem Altersheim ist teuer, denn der 24-Stunden-Service kostet viel Geld. Eine Wohngemeinschaft oder kurz WG heißt, mehrere Personen wohnen zusammen in einer Wohnung. Das Spezielle ist, die Menschen sind keine Familie. Manchmal sind es zwei Freundinnen, die sich eine Wohnung teilen, aber oft sind es auch Studenten, die billig wohnen möchten. Jeder Bewohner hat ein Zimmer und das Wohnzimmer und die Küche benutzt man gemeinsam. Der Unterschied zwischen Wohnheim und Wohngemeinschaft, also WG, ist die Organisation. WGs sind privat organisiert. Ein Wohnheim organisiert meist die Stadt. Aber auch alte Menschen können in einer WG wohnen. Voll im Trend sind heute Alzheimer-WGs. Alzheimer-WGs funktionieren wie ein Altersheim, aber die Bewohner sind aktiver. In einer Alzheimer-WG ist Hilfe immer willkommen. Wer fit ist, kann beim Kochen helfen oder die Kleidung aus der Waschmaschine nehmen. Viele gehen auch zum Einkaufen mit. In einer Alzheimer-Wohngemeinschaft gibt es einen 24-Stunden-Service. Man ist nie allein. Eine WG ist eine gute Alternative zur Familie, für jung und alt. Wir sind heute wieder am Ende der Podcast-Episode. Kann mein Podcast beim Deutschlernen helfen? Findet ihr den Podcast gut? Dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben, einen Thumb up. Wie immer ist unten bei der Beschreibung ein Link für den Hörtext. Vielen Dank, bleibt gesund, bis zum nächsten Podcast und nicht vergessen, macht jeden Tag ein bisschen Deutsch. Tschüss, eure Astrid.